Hey Mama, ich komme nach Hause. Hey Mama, ich bin auf dem Weg nach Hause. Hey Mama, ich werde dich besuchen. Ich kann das nicht. Wir werden in Kürze auf der Mondblumeninsel ankommen. Das Schiff wird dort eine Stunde lang halten. Dies ist der letzte Halt, bevor wir unseren Nachttransit nach Sorville beginnen. Kommen Sie pünktlich zurück. Das Schiff wird nicht auf Sie warten. Ich kann nicht nach Hause gehen. Ich muss jetzt aussteigen. Und damit herzlich willkommen zu Garden Witch Life. Und ich muss mich hier räuspern direkt am Anfang. Ja, einem neuen, hoffentlich cozy Game auf Nintendo Switch und auf Steam. Für andere Konsolen habe ich bis jetzt nicht rausgefunden, dass es rauskommen soll, aber eben auf jeden Fall heute am 12. September 2024 für die Nintendo Switch und für Steam. Bitte beachtet, ich spiele auf dem PC. Ah, das hat ein wahnsinnig guten Grund, denn es ist fast 50% günstiger auf dem PC. Es ist wirklich so. Ihr zahlt auf der Switch 30 Euro für dieses Spiel und aktuell ist es im Angebot auf Steam für 18 Euro. Sollte man sich überlegen, ob es einem das wert ist, das Ganze auf der Nintendo Switch zu spielen. Ihr könnt nämlich hier auch wieder mit den Einstellungen spielen. Also wenn euch dann irgendwie, wenn ihr das Gefühl habt, dass der PC das nicht hinkriegt, wie bei mir. Ich habe zum Beispiel auch nicht alles auf Ultra gestellt, ich habe es lediglich auf Hoch gestellt. Das sieht aber auch schon ziemlich gut aus, aber ihr könntet rein theoretisch auch nochmal eine Ecke mehr dazu nehmen. Also mehr Grafik ein bisschen aufhübschen, das Ganze. Und die Frage ist halt eben, ob es dann halt wirklich ins Gewicht fällt oder ob euch das jetzt hier schon so reicht. Also mir gefällt es auf jeden Fall ziemlich gut von der Grafik her. Und es wirkt schon sehr, sehr süß. Character Editor habe ich auch selber gemacht. Ihr habt es schon gerade gesehen. Den Character. Oh, hallo! Willkommen im Sukkulenten. Was? Im Sukkulenten-Backstübchen? Hallo? Kann ich dir einen kleinen Stimmungsaufheller anbieten? Okay, jetzt gleich erstmal Drogen? Ja, klar. Probieren geht über Studieren. Ich habe frisch gebackene Mondcupcakes, Sonnencupcakes und Sternencupcakes im Angebot. Wenn du den Nervenkitzel der Nacht magst, ist der Mondcupcake deine beste Wahl. Wenn du dich in den wärmenden Strahlen der Sonne wohlfühlst, dann ist der Sonnencupcake genau das Richtige für dich. Und wenn sowohl Tag als auch Nacht dich ansprechen, dann könntest du den Sternencupcake probieren. Ich persönlich bin ja eher der Tagestyp. Nachts schlafe ich halt einfach, ne? Ich bin nicht so. Aber gut, das liegt ja einfach auch daran, wenn man ein Kind hat, ne? Vielleicht würde ich. Ich nehme beides, okay? Super Wahl. Einfach weil ich ein bisschen mehr. Ich will auch in meiner Komfortzone rauskommen, verstehst du? Und vielleicht etwas zu trinken? Ich bin überhaupt kein Kaffeemensch. Ich hasse Kaffee. Und auch Schokolade mag ich nicht. Dann lieber grünen Tee. Kommt sofort. Was darf ich dafür zahlen? Darf ich erstmal vielleicht vorher wissen, was ich dafür bezahlen muss? Nicht, dass ich jetzt ins Armenhaus muss. Also, du studierst diesen Cupcake ziemlich genau, hä? Ich weiß ja nicht, was da drin ist. Hast du deine Meinung geändert? Ich kann dir gerne etwas anderes bringen. Nein, nein, das ist es nicht. Ich warte nur darauf, dass das Getränk ein bisschen abkühlt. Ich verstehe. Weißt du, ich glaube nicht, dass es noch weiter abkühlen kann. Ich könnte es für dich in den Kühlschrank stellen. Möchtest du über das, was dich so beschäftigt, reden? Oh, ist es so offensichtlich? Ist schon okay. Ich will dir nicht zur Last fallen. Das stört mich überhaupt nicht. Ich führe einfach nur ein Gespräch mit einer sehr interessanten Person. Es gibt nichts Interessantes an mir. Ich habe nicht mal mehr einen Job. Oh, was ist passiert? Hast du gekündigt, um neue Abenteuer zu erleben?
Nein, die Abteilung musste Kürzungen vornehmen. Ich gehörte zu den unglücklichen 50%, die entlassen wurden. Wow, das sind ganz schön viele Leute. Ich gehe davon aus, dass nicht alle von ihnen große Fehler gemacht haben. Nein, nein. Alle haben einen tollen Job gemacht. Und ich dachte, ich würde auch einen guten Job machen. Ich bin erst vor kurzem befördert worden. Aber solche Dinge passieren ziemlich oft. Ich habe gehört, dass es dem Unternehmen eher darum geht, Wege zu finden, Geld einzusparen oder so. Vielleicht, wenn ich mich ein bisschen mehr angestrengt hätte, wäre das alles nicht passiert. Warum versage ich so sehr? Hast du nicht gerade gesagt, dass jeder sein Bestes gegeben hat? Und dass du vor den Entlassungen befördert wurdest? Ich glaube nicht, dass härteres Arbeiten etwas geändert hätte. So wie ich das sehe, haben sie dich im Stich gelassen und nicht andersrum. Gib dir nicht die Schuld für das, was andere tun. Ja, du hast recht. Aber ich habe immer noch keinen Job. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich kann nicht zurück in die Wohnung meiner Eltern ziehen. Ein Schritt nach dem anderen. Zuerst musst du etwas essen und tief durchatmen. Mit leerem Magen kannst du schließlich keine großen Entscheidungen treffen. Danke, du bist echt lieb. Mit dir zu reden hat mir sehr geholfen. Also gut, ich denke, wenn ich meinen Cupcake aufgegessen habe, werde ich mich auf die Suche nach einer Übernachtungsmöglichkeit machen. Gibt es hier ein Gasthaus? Nein, aber du kannst eine Zeit lang hierbleiben. Ich habe oben eine große, sehr bequeme Couch. Das war die ganze Zeit ein Flirt von dir, die will mich in die Kiste kriegen. Aber du hast mir schon so viel geholfen. Ich kann mich dir nicht noch weiter aufdrängen. Das ist keine große Sache. Du brauchst einen Platz zum Bleiben und ich habe einen Platz. Ich bin sowieso die meiste Zeit im Backstübchen. Danke. Ich bin mir sicher, dass ich dir auch irgendwie aushelfen kann. Tja. Und so kann's gehen. Zu schnell haben wir eine neue Bleibe gefunden. Und vielleicht auch eine Frau fürs Leben. Guten Morgen. Ich hoffe, du hast gut geschlafen. Ja, du hast nicht übertrieben. Deine Couch ist wirklich gemütlich. Was machst du so? Kann ich helfen? Ich bereite das heutige Special vor. Der Neumondkuchen des Neuanfangs. Das gemeinsame Backen wird ein Spaß. Das klingt super. Nur das Ding ist, ich habe noch nie einen Kuchen gebacken. Keine Sorge. Ich bin bei dir. Das wird schon. Wenn du das sagst. Okay, zuerst brauchen wir die Zutaten. Im Kühlschrank findest du Eier, Butter und Milch. Mehl und Zucker sind in der Speisekammer. Kannst du sie bitte für mich holen? Klar. Liebe Kinder da draußen, wenn irgendjemand zu euch kommt und sagt, ich habe kein Zuhause mehr, bitte nicht einfach zu Hause einladen. Das kann zu bösen Überraschungen kommen, ne? Das ist nur ein Spiel. Da ist es in Ordnung. Aber im wahren Leben vielleicht eher nicht tun, ne? Und ich habe ja irgendwie so schon so ein Gefühl, warum ich gekündigt wurde. Wahrscheinlich, weil ich dieses tolle Outfit anhabe. Aber ich finde das so süß. So, öffne mit E. Es ist B auf dem Knopf, auf dem Controller. Muss ich mir erstmal dran gewöhnen. So, und jetzt? Ach so, ich kann hier alles rausholen. Mit der Schultertaste. So, dann machen wir den Mixer. Mach es, weißt du? Was? Unlock und Lock? Ich weiß nicht, warum da so ein Zeichen da ist. Okay, ich hole vielleicht noch die anderen Sachen, um rauszufinden. Also ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, die Steuerung. Und jetzt können wir... jetzt haben wir den Pudding unlocked. Aber hieß es nicht gerade, wir sollen einen Mondkuchen machen? Neumondkuchen? Super. Jetzt gehen wir zu meinem kleinen Küchenhelfer und mischen alles zusammen. Mische Kuchenteig. Das ist aber nicht der Mixer hier, oder? Nee. Wo ist denn der Küchenhelfer? Aber es sieht schon schön aus, ne? Als Steuerung... hier der Backofen wahrscheinlich, ne? So... Also das heißt, wenn ich jetzt hier auf Y drücke auf meinem Controller, kann ich alles anzeigen lassen. Auch die Sachen, die ich halt noch gar nicht freigeschalten habe. Und mit B aktiviere ich, aber die Frage ist, wie mache ich das? Ich habe noch nicht ganz rausgefunden, wie das mit dem Rüberbringen funktioniert. Also, ist nicht, also wenn ich jetzt hier rangehe, ich kann jetzt natürlich auch mit dem Ding gehen. Warte mal, ich versuche mal WASD und Dings mit E.
Ja, da kann ich draufklicken, aber mit dem Controller ging das jetzt gerade eben nicht. Aber gut, da brauchen wir erstmal Kuchenteig. Also das heißt, ich muss hier doch mit dem arbeiten. Aber warum hat das jetzt... So kann ich draufklicken? Ich muss es nur mal ganz kurz probieren, aber wenn ich jetzt hier drauf gehe... Ah, jetzt! Hä? Gerade eben habt ihr es gesehen, da stand kein A. Okay, alles klar. Jetzt kann... Mach es mit dem Controller. Okay, ja, dann ist es wieder ein kleines bisschen Schwierigkeiten am Anfang mit Controller, weil es halt auf Steam ist. Für die Switch-Spieler wird es wahrscheinlich alles ziemlich easy sein, ne? Das sieht nach einer... nach der perfekten Konsistenz aus. Zeit, ihn zu backen. Boah, jetzt habe ich Bock auf Kuchen. Schieb den Kuchenteig einfach in den Ofen und lass den Zauber geschehen. Ich schieb ihn sowas von rein, das glaubst du aber gar nicht. Das ist nicht gut, was ich da sage, ne? So, Kuchen! Wow, nicht schlecht. Bist du sicher, dass du noch nie gebacken hast? Du kannst das wirklich gut. Danke. Ich hatte keine Ahnung, dass es Spaß machen kann, sein eigenes Essen zuzubereiten. Oh doch. Und vor allen Dingen lustig ist am Ende des Tages, wenn es kacke aussieht. Ich habe meinen Kuchen gebacken, der war so wahnsinnig flach. Und das war ein Kokoskuchen. Und dann habe ich Besuch bekommen, deswegen habe ich den Kuchen gebacken und habe Besuch bekommen. Und die haben gesagt, oh, hast du schon mal den Boden vorbereitet für den Kuchen? Was kommt denn da noch drauf? Und das war nicht der Kuchenboden, das war halt der ganze Kuchen. Der war halt ziemlich flach und halt Kokoskuchen, der sieht halt aus, ein bisschen streuselig, halt wie der Boden. Und das war peinlich irgendwie. Geschmeckt hat er trotzdem, aber es war denen wahrscheinlich mehr peinlich, dass sie gedacht haben, dass es der Boden ist, als mir, dass ich ihn halt so gebacken habe, ne? In der Stadt kaufen wir es normalerweise einfach. Um ehrlich zu sein, fühlt sich das Backen wie Alchemie an. Oh, du hast also Erfahrung mit Alchemie? Nun, das war tatsächlich mein Job. Ich verstehe. Willst du also deinen alchemistischen Weg fortsetzen? Ich bin mir nicht sicher. Um ehrlich zu sein, weiß ich nicht, was ich will. Mein ganzes Leben lang habe ich immer nur das getan, was mir gesagt wurde. Ich hatte nie wirklich die Zeit, darüber nachzudenken, was es darüber hinaus noch für Möglichkeiten gibt. Ich verstehe. Ich habe eine Idee. Hey, ich muss ganz schnell etwas nachschauen, okay? Ich bin gleich wieder da. Ist mir nicht alles Gebäck weg, während ich unterwegs bin? Okay, jetzt können wir schon Schindluder treiben hier in diesem Haus. Hey, ich bin wieder da. Und ich habe eine Überraschung für dich. Ich hoffe, du hast Lust auf einen kleinen Spaziergang. Jetzt wird es interessant. Tada! Warum stehen wir vor einem riesigen Baum? Nein, einem Baumhaus. Es ist ein magischer Ort und er steht schon seit Ewigkeiten leer. Warte, willst du damit sagen... Es gehört jetzt dir! Na, so easy. Einfach so ein Haus geschenkt. Das ist bei den meisten Farming-Spielen halt einfach so. Ne? Man kriegt irgendwie ein Haus geschenkt. Aber wer trifft diese Entscheidung? Na, du natürlich. Hier gibt es sonst niemanden, der das entscheiden könnte. Das Haus stand schon leer, bevor es das Dorf überhaupt gab. Und niemand sonst wollte hier leben? Nun, es ist abseits vom Netz. Es gibt also keinen Strom, kein Maginet und die Wasserversorgung ist eher rustikal. Und aus irgendeinem Grund können die Lieferdrohnen von Magikauf diesen Ort nicht erreichen. Ich habe gehört, dass es eine magische Aura gibt, die sie fernhält, aber das sind nur Geschichten. Ja, ich weiß, es ist nicht im besten Zustand, aber es klingt ein bisschen so wie absolute Scheiße. Wir kriegen kein Internet, wir können hier nicht beliefert werden. Irgendein komischer Barrierezauber sorgt dafür, dass irgendwie alles abgeschirmt wird. Kein Wunder, dass da keiner leben will. Ich nehm's. Es ist perfekt. Aber schön sieht's auch echt aus, ne? Also gut, Player. Was? Player? Gestern ist meine Welt untergegangen. Heute fangen wir neu an. Wieso heiße ich denn Player? Konnte ich meinen Namen eingeben und habe das nicht gesehen? Oh mein Gott! Ich heiße Player! Ja gut, ich bin halt auch schon so ein Player, ne? Aber der Baum sieht schön aus, ne? Das ganze Grundstück. Schön. Aber dass ich Player heiße, finde ich jetzt echt ein bisschen scheiße. Kacke. Ja, gleich mal Post für Player angucken. Ein paar Samen für die I. Okay, ich habe ein kleines Willkommensgeschenk für dich vorbereitet. Eine leckere Lunchbox für jetzt und ein leckeres und gemütliches Kartoffelsuppenrezept für später. Alle Zutaten, die du brauchst, habe ich dir beigelegt. Und das Beste ist, dass du die Kartoffeln anpflanzen kannst, um mehr zu bekommen. Viel Spaß. Okay, erstmal alles nehmen. So. Und
Ach, Werkzeuge hier. Hey, May ist vorbeigekommen, hat mir erzählt, dass jemand Neues eingezogen ist. Zur Begrüßung habe ich ein paar alte Sachen zusammengekratzt. Komm in der Schmiede vorbei, wenn du etwas Besseres brauchst. Tin. Okay, alles klar. Aber ja, jetzt erstmal. Lied das Rezept, um es zu lernen. Was? Ja, wir müssen ja erstmal rausfinden, was man hier alles machen kann, ne? Das Seil fehlt. So, alles klar. Jetzt ist die Frage, hier unten können wir mit Schultertaste alles auswählen, was wir brauchen. Das hier kann ich jetzt nicht einfach rausrupfen. Das heißt, wir müssen wahrscheinlich in unserem Inventar die Sachen richtig hin platzieren. Genau, zum Beispiel den Kuchen, den müssen wir ja nicht da oben hin machen. Genau. Das heißt, wenn ich jetzt hier die eine Sichel, damit kann ich ganz einfach Pflanzen schneiden. Genau, habe ich mir schon gedacht. Schneiden mit X. Und wir sammeln automatisch. Okay, das ist sehr praktisch, weil ich finde es immer, wenn wir schon Werkzeug wechseln müssen, finde ich es immer praktisch, wenn man automatisch sammeln kann. Finde ich immer super. Gut, aber wir müssen ja auch erstmal was anpflanzen, ne? Sollen wir das gleich hier vorne machen? Ich überlege gerade. Eigentlich gar nicht so schlecht, oder? Dieses komische Ding, was da steht, könnte ja so ein bisschen, ja, weiß nicht, wofür das da ist, aber so ein bisschen Anzeichen davon sein, wo unser Feld aufhört oder irgendwie sowas. Wobei, ich weiß gar nicht, ob ich Felder schon buddeln kann. Hier steht jetzt Pflanzen mit X. Ah, ich kann einfach sowas anpflanzen. Okay. Und... Ah, okay, warte mal. Heißt das, dass ich... Also, was den Ring... Was der Ring bedeuten soll, das weiß ich noch nicht ganz genau. Also, ob dieses Areal, was ich jetzt hier angezeigt wird... Seht ihr? Guck. Ob das bedeutet, dass ich quasi hier nicht pflanzen darf. Und erst wenn... Also ich versuch's jetzt einfach mal. Erst wenn halt eben der Ring bei den anderen Pflanzen weggeht, dann kann ich hier wahrscheinlich was Neues pflanzen, oder? So. Aber das ist schon sehr, sehr groß dann in dem Fall, ne? Ja, gut, lass uns einfach mal rausfinden. Ui, oh, okay. Das ganze Feld kann man nass machen. Okay, ja, das ist ordentlich. Ich weiß halt nicht, wie groß das letztendlich bewässert werden muss, weil der Ring war ja auch ziemlich groß, ne? Wir müssen noch sehr viel rausfinden zu dem Spiel. Ich mache jetzt erstmal sehr, sehr viel. Dann ist hier schon mal richtig schön gejossen. Aber wir können ja aktuell auch gar nicht neues Wasser da reinmachen, ne? Wir haben ja gar kein Seil für den Brunnen. Das müssen wir alles noch rausfinden. Gut. Jemand namens Tin hat einen Zettel hinterlassen, auf dem stand, dass du in die Schmiede kommen sollst. Benutze die Sichel, um 10-mal Gras zu schneiden. Hab ich doch... Achso, Gras. War das nicht Gras? Das war anderes Zeug, ne? Ist das hier Gras? Nee, das ist auch kein Gras. Oh, das kann ich noch nicht. Tool Upgrades. Wo ist der? Ja, aber... Das ist Weizen. Ach, das ist Gras. Ah, super. Ja, und jetzt können wir auch ein Seil herstellen. Ja, sehr gut. Ja, ist ein bisschen doof, dass ich jetzt teilweise die Zeile verdecke hier über mir. Aber ich finde es eigentlich gar nicht so schlecht, weil auf der rechten Seite mit dem Schneiden und sowas, ich glaube, das wird ein bisschen mehr nerven, sage ich jetzt mal, wenn meine Kamera da wäre. Ich könnte sie natürlich auch ganz wegmachen, um euch nicht mein hässliches Gesicht ständig zu präsentieren. Aber hey. Dann ist die Kommunikation uns gegenüber ja nicht so groß, ne? Ich meine, wenn ich ein hässliches Gesicht mache oder überrascht bin oder sowas, wenn, keine Ahnung, wenn unser Player hier gleich sein Kostüm auszieht und ganz nackt dasteht und ich mache, wollt ihr das doch mitkriegen, oder? So, okay. Benutze die Werkbank im Haus, um ein Seil herzustellen. Okay, dann gehen wir mal ins Haus. Sollten wir sowieso mal reingehen, um rauszufinden, wie schön wir da drin eigentlich wohnen, ne? Ach du Scheiße. Oh je. Hier sieht's ja aus. Okay, also sie hat auf jeden Fall nicht übertrieben, die May. Hier sieht's wirklich hart aus. So, mach es. Mach es. Das ist so geil. Okay, genau, jetzt müssen wir den Brunnen reparieren. Oh, das sieht wirklich, also mir macht's bis jetzt mega Spaß. Und es sieht auch wahnsinnig niedlich aus.
Das sollte genügen. Jetzt kann ich ihn benutzen, um Wasser zu holen. Genau, habe ich jetzt schon Wasser drin oder nicht? Nee, warte. Auffüllen hier. Perfekt, okay. Alles geht mega easy, okay. Die Frage ist, sollen wir jetzt erst um unser Haus kümmern oder um Tin? Wir müssen ja noch zu Tin gehen. Damit kann ich platzierte Möbel aufheben. Oder hier was weghauen oder sowas? Geht das auch? Nee. Na gut, also wir müssen wahrscheinlich erstmal alles andere machen. Vielleicht nicht allzu viel in unserem Haus erstmal erledigen, sondern die Aufgaben machen, die einem gestellt werden in dem Spiel, weil sonst haben wir ja das Gefühl, dass wir wieder was vorwegnehmen, ne? Wer weiß, ob ich das Pflanzen zum Beispiel für eine Aufgabe erledigen müsste. Zum Beispiel hier pflanze 2 Tomatensamen oder sonst irgendwas. Und ich habe das jetzt schon wieder vorweggenommen. Dann kann ich das schon wieder nicht mehr machen. Das wäre scheiße. Und das ganze Zaubergedöns wird ja auch nochmal interessant, denn wie er heißt ja Magical Garden Witch, Witch Magical Garden Witch, irgendwas mit Witch auf jeden Fall. Irgendeine Hexe ist dabei. So, wer bist du? Tin. Ah, ach, das ist ein Mädchen? Hallo, ich bin Tin. Lokale Ingenieurin und Tüftlerin in allen Bereichen. Was kann ich für dich tun? Hey. Halte mehr Werkzeuge von Tin. Ja, eben. Hi. Hey. Brauchst du noch etwas? Mehr Werkzeug. In meinem Garten gibt es viele Steine und alte Baumstämme. Ich weiß nicht, was ich dagegen tun soll. Hast du eine Idee? Oh, richtig. Keine Sorge. Ich glaube, ich habe etwas, das dein Leben einfacher macht. Ich habe Äxte, Spitzhacken und Schaufel. Ich kann dir das Ganze für 200 Münzen geben. Ja, eben. Ich habe aber nicht genug Geld. Ich bin ein armes Menschlein in einem Bärenkostüm. Ich habe gerade meinen Job verloren. Gibt es vielleicht andere Sachen, die ich machen kann, damit ich das mir verdienen kann? Kann ich deine Schuhe putzen? Ach, mach dir nichts draus. Nimm das Werkzeug jetzt und zahl es mir später zurück. Du weißt, wo du mich findest. Boah, die ist aber... Die ist richtig... also, beziehungsweise alle hier in diesem Dorf sind sehr, sehr vertrauenswürdig, ne? Kann ich mir Münzen für 200 Münzen holen? Ist das dein Ernst? Das verstehe ich nicht ganz. Man kann sich Münzen für 200 Münzen holen? Okay, alles andere ist erstmal irrelevant wahrscheinlich. Gut, lassen wir das mal so stehen. Bezahle Tin. Ja, geht ja noch nichts. Wie soll ich die jetzt bezahlen? Gucken wir einfach mal hier. Wachsen lassen. Das neue Haus hat einen großen Garten. Ich sollte ihn nutzen. Ja gut, haben wir ja schon angefangen, ne, mit Sachen anzupflanzen. Fange an zu kochen. Achso, beziehungsweise gieße jeden Tag, bis die Kartoffel ein wenig gewachsen ist. Zeit für eine leckere Suppe. Lied das Rezept, um es zu lernen. Lies. Jetzt ein bisschen schwer übersetzt, ne? Und Tin hat mir eine Menge Werkzeuge gegeben. Ich muss es ihr irgendwie zurückbezahlen. Zahle Tin. Okay, aber erstmal das Rezept. Jetzt bin ich mal gespannt. Lies das Rezept. Ist das das hier? Kartoffelsuppe. Gut, aber das Problem ist, die Kartoffelsuppe kann ich wahrscheinlich noch nicht machen, weil ich noch keine Kartoffeln habe. Ich muss auch mal gucken, ob ich eine Karte oder sowas habe. Und mehr können wir ja gar nicht machen, ne? Geh ins Haus. Zeit für eine leckere Suppe. Oder habe ich doch Kartoffeln? Ah ja, doch, ich habe Kartoffeln gekriegt, ne? Geschenk gekriegt. Stimmt, ja, von May. Tante May! Ich bin Spider-Man. Sieht man da, oder? Ja, ist nicht ganz eine Spinne. Ist eine genmanipulierte Spinne. Die sieht halt aus wie ein Bär. Eine Bärspinne. Ein Speer. Spinnenbär. Nee. Okay. So, dann machen wir mal die Suppe. Mach es. Kartoffelwürfel fehlen. Ach, die muss ich erstmal machen. Ich muss erstmal Kartoffeln würfeln, da. Ah. So. Mach es. Oh. Ich muss mich erstmal dran gewöhnen, wie man hier, auf was man alles drücken muss. Oh, das muss ich selber machen? Hä? Okay, ich wusste nicht, wie man schneidet. Ich habe es gerade nicht richtig hingekriegt. Okay, nochmal.
Hä? Wieso geht das nicht? Ich kann nicht schneiden, ich kann nicht schnippeln. Ich weiß nicht wie. Ah, so. Ah, guck mal hier. Zack, 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 zack. Ah, supi. Also auf X. Guck mal, die Hälfte davon landet irgendwo anders. Ey, das ist cool. Das gefällt mir. Juhu, Kartoffelwürfel. So, und jetzt können wir aber die Kartoffelsuppe machen, oder? Ja. So, und jetzt rühren. Kartoffelwürfel mal 1 hinzufügen. Okay, warte. Das hinzufügen. So. Einmal Salz hinzufügen. Das Ganze erwärmen mit Y. Und in den richtigen Bereich bringen wahrscheinlich. So, genau. So, opa. So, okay. Und jetzt rühren. Wie rühre ich? Ach so, so. Ui. Mit dem rechten Stick. Ja, Petersilieblätter einmal hinzufügen. Oh, cool. Das Kochen macht Spaß. Und nochmal rühren. Juhu, es hat geklappt. Aber warum ist sie lila? Es war so nett von May, mir dieses tolle Rezept und alle Zutaten zum Kochen zu geben. Ich möchte ihr für das danken, was sie für mich getan hat. Vielleicht kann ich ihr einen Teil meines neuen Lebens mit ihr teilen. Ich werde kreativ und bereite etwas an meinem eigenen Garten zu, aus meinem eigenen Garten zu. Mit ganz viel Liebe. Aber zuerst muss ich ein paar Zutaten sammeln. Ey, das Kochen hat voll Spaß gemacht. Ich mag das, wenn so Farming-Spiele mit so kleinen Minigames ein bisschen aufgelockert werden. Finde ich mega cool. Sammle 5 Brennnesselblätter. Jetzt haben wir ja auch anderes Werkzeug. Das müssen wir sowieso mal kurz gucken, dass wir uns das richtig reinlegen hier. So. Und jetzt können wir Brennnesselblätter sammeln. Sind das die hier? Nee, das sind nicht die, oder? Die da, die ich vorhin nicht schneiden konnte, ne? Nee, das ist was anderes. Es geht immer noch nicht. Vielleicht mit der Axt? Um Holz zu sammeln. Nee, das geht nicht, okay. Aber wo sind denn dann Brennnesselblätter? Sammle 5 Brennnesselblätter. Also wo die hier sein sollen... Gut, der Part ist eh schon wieder fast vorbei. Wo die hier sein sollen, habe ich noch nicht ganz verstanden. Wir haben hier Gras und wir haben hier dieses Kristallweizen-Dingsbums da, ne? Aber wo Brennnessel sein soll? Findet sich das einfach so rein zufällig, random, so dazwischen oder so? Nee. Grünschnitt ist ja auch dazwischen. Nee. Okay, alles klar. Wir müssen irgendwie Brennnessel finden. Und ich weiß nicht wie. Das finden wir noch raus. Gibt es sonst noch irgendwas, was wir erledigen können? Genau, ich gieße jeden Tag, bla bla bla. Bezahle Tin. Und... Ah, sammle 2x Wasser. May war so hilfreich, dass ich mich revanchieren möchte. Auch wenn ich im Moment nicht viel habe. Sammle 2x Wasser. Ach, das steht ja oben auch. Ah, ich habe nur die Brennnesselblätter gelesen. Aber sammle 2x Wasser, das ist ja eigentlich... Ja, man muss hier Wasser holen, oder? Hier, einmal Wasser. Und 2x Wasser. Okay, ja, das mit dem Wasser war relativ easy. Einfach zum Brunnen hingehen und einfach holen. Aber das mit den Brennnesseln? Ich kann hier ja nichts weghacken. Ja, wir sind im Hacken schon, ne? Hier, man kann ja auch mal ein bisschen Holz hacken. Baumstamm, super! Was Neues freigeschalten? Damit kann ich Steine abbauen. Ja, das denke ich mir. Deswegen will ich das nämlich jetzt ausprobieren. Kriegen wir bestimmt auch neue Rezepte. Ja, Ziegelsteine. Super. Okay. Das wäre doch schon mal etwas, was wir am Anfang gebrauchen können, würde ich mal vermuten, oder? Wir werden sehen, was wir hier noch alles brauchen können, denn der Part ist leider schon wieder vorbei. Wenn euch das Spiel gefällt und ihr gerne mehr sehen möchtet, ich habe auf jeden Fall Lust, das weiterzuspielen, dann zeigt es mir in Form von Bewertungen und Kommentaren und dann sehen wir uns das nächste Mal bei Garden Witch Life, so müsste es heißen. Ne? Sehen wir uns dann wieder. Bis dahin, macht's gut und ciao.